In den letzten Jahren beobachte ich immer wieder, wie in meinem Lieblingsvideospielgenre Träume zerplatzen wie ein Pickel in der Pubertät. Gute Shooter kommen regelmäßig, aber um zu überleben, darfst du nicht gut sein. Du musst was Herausragendes auf die Beine stellen, um länger als ein Jahr zu überleben. Wie sonst willst du die 4 Millionen aktiven Call of Duty-Fans dazu bringen, ihre 80 Euro in dein Spiel zu investieren, wenn sie doch im neuesten Court das 15. Remake von Shipment, Shoothouse oder Nuketown spielen könnten? In deinem Spiel könnten sie ja abgezockt werden. Dann doch lieber Apex, da bekommst du zumindest ein wunderschönes Heirloom, wenn du dich durch das Apex-Pack-System durchgekauft hast, mit dem wahrscheinlich besten RNG in irgendeiner Lootbox. Ja, ich weiß, ich bin Sucker für Skins. Und auch bin ich bereit, regelmäßig Geld für ein Spiel auszugeben. Das Ding ist, das Spiel muss mir gefallen. Doch leider ist derzeit der Markt irgendwie so ein bisschen stillgestanden. Und jeder, der sich traut, sein neuestes FPS vorzustellen, darf dabei zusehen, wie ein milder Launch-Erfolg von einem erdrückenden Strick um den Hals verfolgt wird, der sich nach und nach im Business-Konto der Entwickler bemerkbar macht, bevor sie überhaupt aus dem Early Access rauskommen. Nehmen wir The Cycle. Dead. Nehmen wir Bloodhunt. Ist halt irgendwie dead. Nehmen wir Hyenas. Das Ding war leider tot, bevor es überhaupt das Licht der Welt erblicken konnte. Das werden nicht die letzten sein, denen ein gleichwertiges Schicksal ereilen wird, obwohl besagte Spiele doch eigentlich sehr gut waren. Wirklich gut sogar. Doch leider waren sie nicht herausragend, wodurch ich wieder in meinen traurigen Loop von 2 Monate Hunt, 3 Monate Valorant und einer High-Ping-Runde Apex verfalle. Im kreativen Raum gab es immer eine Aussage, die mich besonders aufgeregt hat. Sei es beim Kochen auf Arbeit oder wenn Leute nicht genug Vorstellungskraft hatten und deshalb halt Ideen wieder aufgegeben haben. Und diese Aussage war, alle Räder wurden schon erfunden. Und mit der Mentalität, finde ich, sollte man nie an etwas rangehen. Es werden nie alle Räder erfunden werden und es wird auch immer Platz für Neues sein. So sollte auch nicht mit der Entwicklung neuer Shooter umgegangen werden. Ich bin absolut gierig nach neuen, innovativen Spielideen, wenn ich noch einmal eine Zone einnehmen muss, eine Fracht begleiten oder ein Battle Royale spielen muss, der im Grunde genommen ein funktionierendes, gut laufendes Spiel kopiert und seinen Namen rauf zwingt, brech weg. Nun saß ich also da. Hoffnung hat einen neuen Tiefpunkt erreicht, der Bottom Frag Bronze Peak Instalock Rainer erklärt mir, was ich falsch mache, als der Reveal von The Finals gerade Wellen schlägt. Ein neues Erlebnis von Entwicklern, die sich in der Szene auskennen. Ein turnierorientiertes, team-based FPS-Spiel mit Objectives abseits von den Sachen, die wir schon kennen. Ah, ich gehe kurz kacken und dann schaue ich genauer rein. Leider war die erste Beta von ziemlichen Performance-Problemen belastet, wodurch ich nur halt bedingt meinen Spaß haben konnte, weshalb wir aber die Zeit auch von vor 3 Wochen vorspulen. Eine Discord-Nachricht erreichte mich mit der Neuigkeit einer erneuten Beta und somit ließ ich alles stehen und liegen, verschob alle meine vor mir liegenden Termine auf einen Zeitpunkt in der Zukunft. Die neue Niere kann warten, jetzt geht's um The Finals und mich. Direkt zu Beginn sind meine cremigsten Träume in Erfüllung gegangen, da sich die Ziffer mit der Quantität der Ingame-Währung mehr finanzielles Rückgrat ausstrahlte als mein aktueller Kontostand. Mit anderen Worten, wir hatten ein fettes Startkapital zur Nutzung an Skins erhalten. Getrieben von meiner Kaufsucht und glücklich mit der Ausbeute erlebte ich nun endlich eine reifere Version dessen, was ich vor Monaten einst spielte. Und meine Hoffnung auf ein neues Licht am Ende meines Shooter-Lochs wurde heller und heller. Denn The Finals ist das Erlebnis, wonach ich zwar nicht gefragt habe, aber auch nur, weil ich nicht wusste, dass ich es brauchen könnte. Was auf den ersten Blick wie ein Team-Deathmatch-artiges Spiel mit viel Movement und mit als Gadgets getarnte Fähigkeiten aussieht, ist in Wirklichkeit viel taktischer und teamorientierter, als ich es dachte. Schon bei der Charaktergrößenauswahl ist klar, dass die Absprache vor der Runde den Erfolg der Runde beeinflussen könnte. Ein Charakter mit proteinreicher Ernährung wird für einen Shrimp wie mich doppelt so schwer zu erlegen sein wie ein Gegner meiner Größe. Teamwork makes the dream work. Also suchte ich mein Team aus breitschultrigen Dudes zusammen, die halt so Nägel mit Köpfe essen oder so. Yo, ernst du Pimmel, was geht? Und mit der Macht der Freundschaft sahen die Aussichten auf Erfolg nun um 200% besser aus. Alles fühlte sich richtig an, doch die Angst war immer da, die um eine nicht allzu unwichtige Frage kreiste. Wie lange? Also klar, bis zum 5. November, so lange geht die Beta, aber wird dieses Erlebnis heute noch in 5 Jahren den Shootermarkt schmücken oder wird es sich zu Hyenas, Cycle und Co. an die haarige Brust des Versagens kuscheln? Ein kurzer Blick auf die Vogel-App, dessen Vogel durch ein X ersetzt wurde, sollte mir Klarheit bringen. Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Könnte es wirklich sein? Seit Valorant bedient sich kein Shooter einem wirklichen Erfolg, könnte das endlich eines dieser Spiele sein? Ich find's immer wieder großartig, wenn Spieler versuchen, ein vergleichbares Spiel mit The Finals zu verknüpfen. Ja, ist halt irgendwie ein Battle Royale.
Also eigentlich ja nicht, weil du respawnst ja und es geht um Punkte. Ja, so wie ein Extraction-Game. Nein, eigentlich auch nicht, weil du extractest nicht und das, was du sammelst, kannst du nicht im nächsten Spiel verwenden. Das Beste war, haltet euch fest, ein Gentleman, der einen Heilstrahl von der Medium-Klasse gesehen hat und das Ding sofort mit Mercy verbunden hat. Und gesagt hat, das ist ein eiskalter Overwatch-Rip-Off, was wohl aus Kevin geworden ist. Bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, ist The Finals einfach The Finals. Einfach ein Turnierspiel, in dem man unterschiedliche Summen Geld von A nach B bringen und diese dann eine Minute beschützen muss. Vielleicht ist es eines dieser Erlebnisse, die man nicht vergleichen muss und sich schwer tun würde, weil es schwer ist, ein Spiel ohne vergleichbare Spiele zu vergleichen. Da war eine Menge Vergleiche in dem Satz, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Nach relativ kurzer Spielzeit gab es für mich wenig Gründe, weshalb ich mit dem Spielen aufhören sollte, da ich eigentlich so komplett in meinem Tunnel festgefahren bin, als wäre ich der Chauffeur von Prinzessin Diana. Ich wollte halt einfach keine Sekunde dieser Beta verpassen. Alles stimmte einfach. Sei es das Turniergefühl, die cheeky Moderatoren, die den einen oder anderen Dad-Joke von sich geben, sei es das Movement, bei dem ein Jump-Pad oder Grapple den Schusswechsel entscheiden könnte. Oder sei es halt einfach die Tatsache, dass ich dieses Maß an Zerstörung in keinem mir bekannten Spiel bisher erlebt habe. Ohne Scheiß! Ich kann mich an nicht eine Sache in meiner Spielzeit erinnern, die man nicht hätte komplett dem Erdboden gleich machen können. Jedes Hochhaus, jede Treppe, jede Wand oder Etage lässt sich in irgendeiner Form ebnen. Was dazu führt, dass sich teilweise der Kampf um ein Cashout zwischen kompletten Gebäudeplatten abspielen kann. Jetzt mag man vielleicht denken, okay, dann glitscht man sich halt bestimmt regelmäßig fest, aber nee. Die spielbaren Charaktere wurden mit einer schwebenden Art irgendwie erstellt, die sich etwas gewöhnungsbedürftig und unnatürlich steuern lässt, aber was zur Folge hat, dass man aus jedem Geröll wieder ohne Probleme rauskommt. Ich hatte ja das Thema Klassen bzw. Körpergrößen angesprochen. Es gibt drei davon und jeder spielt sich komplett unterschiedlich. Es gibt die kleine Klasse, circa so groß wie ein Besenstiel und hält vielleicht ein bis zwei Schellen meiner wütenden Mutter aus, bevor die lauchige Gestalt ins Krankenhaus muss. Dafür ist die kleine Klasse aber die schnellste und vor allem die unberechenbarste. Im Kit befindet sich entweder ein Grappling-Hook, der in Sachen Vertikalitäten nahezu ungeschlagen ist, eine Art Kurzteleport oder, wie man es auch nennen mag, vielleicht ein Dash. Oder man macht sich einfach komplett unsichtbar, bis die erste Kugel geschossen wird. Dann gibt's die mittlere Klasse, die ein bisschen supportartig wirkt und schon mal um Längen mehr Lebenspunkte hat als die kleine Klasse. Ausgestattet mit einem Defibrillator, einem stationären Geschütz oder Heilstrahl, lässt sich die mittlere Klasse ganz anders spielen als die anderen beiden. Und zuletzt den Proteinreichen. 3 Meter hoch, in Leggings, kein Model, aber was für andere Klassen eine Wand ist, ist für Big Guy eine Tür. Die große Klasse sucht nicht den Weg ins Gebäude, er macht sich einen Weg ins Gebäude und hat auch die meisten Lebenspunkte. Ist dafür aber auch leichter zu treffen und bewegt sich halt auch nicht so schnell. Wenn es eine Sache gibt, die ich in meinem Leben gelernt habe, dann ist es, dass ich eine klare Vorstellung meiner Charaktere habe. Der kann noch so viele Kugeln fressen. Wenn ich mich dabei bewege wie ein Faultier auf Ketamin, dann bekommt die proteinreiche Klasse von mir genauso viel Aufmerksamkeit wie eine Werbung für Tampons. Es war wirklich schön, eine neue Erfahrung mitzunehmen, neue Movement-Abläufe zu verinnerlichen, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie weit mich ein Grapple bringt und alles zu festigen, als wäre es eine Bewegung von mir selbst. Der Drang, besser zu werden, war da und im Allgemeinen würde ich sagen, dass ich keine Schwierigkeiten hatte, das Spiel zu verstehen und meine Utility sinnvoll zu nutzen. Das ging schnell, aber das Ziel war es, diese zu meistern. Ich liebe sowas halt und ich denke, viele Shooter-Spieler verstehen mich sehr gut, wenn ich sage, der kompetitive Ehrgeiz will besser und besser werden, um gegen bessere Spieler noch besser abzuschneiden. Oder so eine Runde auf der Uhr zu haben, in der man seine Teammates im Rucksack hatte. Raum für Kompetitives war halt da, mit einem Ranked-Mode in der Beta, in der man einen Diamanten-Skin erhalten konnte für das Erreichen von, Überraschung, dir. Ursprünglich machte ich mir ein bisschen Sorgen wegen dem Waffenbalancing. Flammenwerfer wirkten für mich nahezu unmöglich zu kontern und Scharfschützengewehre, die nicht mit einem Kopfschuss töten, bei allem, was größer als die kleine Klasse ist, wirkte für mich so eigentlich recht unsinnig. Ding ist, nachdem ich wirklich viel gespielt habe, ist mir bewusst geworden, wie will man das auch balancen? Sobald die Sniper die mittlere Klasse per Kopfschuss zerstört, wird die Sniper absolute Meta werden, da der Spielstil einer Sniper offensichtlich hier seine Vorteile mitbringt. Viele Versteckmöglichkeiten, viele hohe Gebäude könnten halt Scharfschützengewehre zum Gamebreaker werden lassen, in Anbetracht dessen, wie lange man zum Respawn braucht. Flammenwerfer ist vielleicht in geschlossenen Räumen ein Albtraum, da die Sicht als Gegner gleich null ist, aber sobald 15 Meter zwischen dir und dem Flammenwerfer sind, ist das Ding für dich eigentlich schon gewonnen. Ich habe so einige Beschwerden bezüglich der Time to Kill gehört, aber Gegner lassen sich in meinen Augen sehr schnell legen, wenn man halt zusammenspielt, worauf das Spiel auch irgendwie so ein bisschen aufgebaut ist, oder? Und sagen wir einfach mal, das Spiel hätte eine Time to Kill wie Call of Duty. Das wäre halt nicht das gleiche Spiel und wäre auch absolut so nicht möglich. Ein Kill kann halt schon entscheiden, ob du das Spiel gewinnst oder verlierst. Du kannst keinen einzigen Cashout über die komplette Runde bekommen haben, doch die letzten eingelagerten Cashouts können dich auf den zweiten oder gar auf den ersten Platz im Verlauf der letzten Sekunden bringen. Was bedeutet, wenn du keinen Spielraum zu reagieren hast, kann ein starkes Team zu einem schwachen Team verlieren, nur weil sie eine Sekunde nicht aufmerksam waren. Ein Teammate weg kann den Verlust deines Cashouts bedeuten, zumindest in einer balanced Umgebung. Wenn der tot ist, siehst du ihn vielleicht, wenn du Pech hast, in 25 Sekunden erst wieder. Von daher, um Spieler können und Teamplayer in den Vordergrund zu rücken, ist diese Time to Kill wichtig, ansonsten verlierst du das komplette Spielprinzip. Was ich gut finde ist, es fühlt sich halt nicht
nicht an, als wenn ich beim Spielen mir Gedanken machen muss, ob irgendwas nicht passt oder ob irgendwas verbesserungswürdig wäre. Irgendwie wurde halt nahezu an alles gedacht und ich kann einfach abtauchen und die Frage, ob ein Spiel ein Problem hat, kann ich einfach umdrehen und wenn ich selbst reflektierend an die Sache rangehe, dann sitzt das Problem wahrscheinlich vor dem PC. Oder in einigen Fällen sogar im PC. Kommt auf die Hardware an. In Spielen wie Destiny oder auch anderen Spielen kommt es immer wieder zu Situationen, in denen man sich fragt, haben die Entwickler das irgendwann mal getestet oder hat auch nur einer mal eine Sekunde darüber nachgedacht, bevor es released wurde. Der Unterschied hier ist, scheinbar schon. Ich habe hier nicht das Gefühl, hier wurde mit dieser Fix-it-in-Post-Mentalität rangegangen. Es soll von Anfang an gut sein. Witzig eigentlich, wenn man bedenkt, dass viele dieser Entwickler ursprünglich an ehemaligen Battlefield-Teilen gearbeitet haben. Und ich meine, wenn man sich mal 2042 zum Launch angeschaut hat, naja, schon das komplette Gegenteil. Das Ding ist jetzt 2 Jahre nach dem Launch irgendwie spielbar. Embarque weiß halt einfach, wenn sie auf dem Markt in 2 Jahren noch relevant sein wollen, dürfen sie nicht einfach nur ein Konzept verkaufen. Es muss ein fertiges Spiel sein. Sie dürfen nicht einfach nur das Gleiche sein, sie müssen kreativ denken. The Finals darf nicht einfach nur gut sein, es muss herausragend sein. So wie du. Du bist noch hier. Oder die Verrückten, die trotz monatelanger Abstinenz diesen Kanal mit ihrer Mitgliedschaft unterstützen und das monatelang getan haben. Ohne Mist, überdenkt bitte eure Mitgliedschaft. So oft bin ich nicht hier. Ich verdiene das nicht. Nichtsdestotrotz, seid unfassbar heftig umarmt, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.